Guten Tag, ich heiße euch herzlich willkommen beim neuen Projekt von mir mit Minecraft Hexit Build 3.0.0c oder so etwas. Vor allem die neueste Hexit Beta Version, und das heißt, Hexit ist nicht mehr auf 1.52, sondern auf 1.710, und neue Mods sind drin und so weiter. Wenn ihr jetzt den Mod auch installiert, also Modpack auch installiert und nicht versteht, wieso es nicht geht und so weiter, unten in der Videobeschreibung hat Sachen, also steht, welche Mods nicht gehen. Es geht ein Mod nicht, das ist der Reliquary, und manche Mods sind extrem imbalanced, oder ja, die habe ich vor allem fürs Let's Play einfach draußen. Und dann habe ich Fastcraft reingetan, damit es nicht leckt, wenn es ladet. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Dungeon generiert wird, tut es ohne Fastcraft extrem manchmal, je nach Größe und so, kurz lecken oder so. Und auch wenn Chunks geladen werden, oder Chunks werden nicht geladen und so weiter. Und deshalb habe ich das drin, und Optifine einfach wegen der allgemeinen Leistung. Auch, dass ich die Blätter ausmachen kann. Also die Blätter sind jetzt nicht mehr so ganz durchsichtig und so. Weil wenn man dann zu Redwood Hill Biomen, also so die großen Bäume gibt und so, reingeht, dann leckt das, ja, leckt's. Wie soll ich sagen, es leckt eigentlich nicht, aber es, die Performance geht richtig in den Keller. Also das spiele ich mit Fraps. Nur noch mit 14 FPS, glaube ich, war es, was ich getestet habe. Und ja, also ich habe eine Welt erstellt, die ist Default und also Level Ding, oder? Level Type, und Cheats sind an, weil eventuell muss ich da noch etwas flicken und so. Oh, aber ich werde Cheats natürlich nicht benutzen, und Kiste ist ausgewiesen. So. Default habe ich benutzt, weil damit die Dungeons gut gespawnt werden und nicht allzu, ja, dass die Welt einfach irgendwie allzu kompliziert wird oder so. Wollte ich nicht Amplifier nehmen, sonst hätte ich Amplifier genommen. So, also, ja, es gibt viele, viele neue Sachen. Ich weiß leider auch noch nicht alles, und also sehr viel Zeugs weiß ich leider nicht. Da müssen wir alles noch ein bisschen herausfinden, und ihr könnt mir natürlich damit helfen, und wenn ihr ja, irgendwelche Ideen habt oder einfach so Tipps oder einfach irgendwas, dürft ihr das gerne in den Kommentar schreiben, so als gegenseitige Hilfe. Da unten ist eine Ananaspflanze, das ist von Dingcraft, Palms Harriscraft. Das leckt irgendwie ein bisschen. Und der Garten brauche ich hier nicht. Ich muss hier irgendwo. Soll ich in die Wüste? Es ist überall Wüste. Also hier war das Spawn. Hä? Die Welt. Die Welt ist schon erkundet. Okay. Wahrscheinlich wird die Map einfach nicht resettet oder so, weil ich habe die Welt ausgewählt, weil alle anderen richtig scheiße waren mit Eiswüste, also wirklich gar keine Bäume, direkt solche Wüsten ohne irgendwas in der Nähe oder was und so. Also der Generator wird durch dieses Biomes, nicht Biomes Oblenti, sondern Biomes XL, wird sehr naja, chaotisch und nicht mehr so dynamisch, und deshalb habe ich jetzt diese Welt benutzt, und tut mir leid, dass jetzt kurz die Map schon erkundet ist und so weiter, aber es ist ja nicht viel. So, es ist leider die schlechte Map drin, die eben sich nicht immer resettet und auch nicht sehr übersichtlich ist, aber ja, ich möchte die einfach behalten. Also es geht mir dann extrem auf die Nerven, oder ich ist sie irgendwie nicht so wohl oder so fürs Let's Play. Und eben, also eben,
Dieses Projekt, das will ich noch kurz sagen, ist interaktiv. Ihr dürft Sachen wünschen, ihr dürft Sachen, ja, was ich soll ich bauen und so weiter. Und oh cool. Dann gehen wir mal hier runter, um Stein abzubauen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist ein anderer Stein. Kann man damit Steinspitzhacken bauen? So, das war ein Fossilien, Knochen, Erzzeugs, was Knochen gibt oder Schädel und so. Aber ich denke, also wenn ihr das alte Hexig kennt, dann ja, es geht nicht. Es geht all, also es geht Half Steps und so, aber den geht nicht. Dort ist einer, aber hier ist gut. So. Also eben dieses Projekt, das wird wahrscheinlich eines meiner längsten werden, außer es kommt irgendwas dazwischen und so, weil Hexit ist für mich das Ein und Alles. Und ich möchte einfach, ach, ich habe, man sieht den Unterschied so schlecht. Okay, das ist ein bisschen grobkörniger. So. So, und jetzt noch ein bisschen mehr. Und ja, weil es auch sehr beliebt ist, das Hexit, weil es eines der einzigen RPG-Mods ist und auch ja, so Erkundung und so. Das finde ich ein bisschen schade, weil zum Beispiel bei FDBs ist immer alles das gleiche. Hat immer die gleichen Mods drin und ja, eigentlich nehmen nur Technik. Und deshalb finde ich ja, Hexit auch so einzigartig und so cool. So, ein Öfelchen haben wir hier. Gut, ich könnte hier noch machen wir alles, was wir eine Kiste hin tun, damit ich das Zeugs weglegen kann, also der Stein. Ja, Katzen, das brauchen wir gerade nicht. Eine Grape, das Buch kann ich weglegen, das muss ich jetzt noch nicht haben. Das Sand kann ich weglegen, Bone kann ich weglegen. Also. Wir machen, ja, wir brauchen Kohle. Das ist doch blöd. Wir brauchen Kohle, aber finden keine Kohle. Schönes Haus. Wir könnten hier das Haus bauen, wirklich. Wir haben keine Kohle, Kohle, Kohle. Da unten. Kommen wir hier wieder hoch. Ja, das ist halt schlecht. Das ist sehr schlecht. Hier ist er über Sand. Und ich gehe wieder nach oben und suche irgendwo anders ein bisschen Kohle. Dann können wir dann eine Spitze runterbauen. Hallo. Ja, danke, aber ihr bringt euch immer selber um. Ah, wolle unbedingt, wolle. Ich mache das jetzt mal mit der Spitzhacke, damit es schneller geht. Ich finde, Tiere sterben viel zu oft in den Modpack. Dann, wenn ihr die Tiere habt oder so und sie gerade nicht einfangen könnt, also am besten irgendwie cheaten oder weiß jetzt auch nicht genau, was man am besten machen sollte. Weil, ich wollte eigentlich die Portal Gun haben, habe sie auch installiert, aber sie geht nicht auf 1.17. Deshalb ist der Mod drin, aber man findet es nicht. Ich habe da noch eine Wolle vergessen. So, jetzt gehe ich runter. Schade, dass ich keine Kohle habe. Aber, ja. Eben, Kohle. Man findet halt Kohle nicht, wenn man sie braucht. Aber man findet sie zu Tausende, wenn man sie nicht braucht. Sehr schön. Jetzt habe ich ein Bett, gleich rechtzeitig. Ich kann auch nicht sleepen, nicht. Also, ein bisschen Informationen über dieses Modpack. Also, das Modpack ist eben RPG recht viel. Vor allem hat es hier zum Beispiel, kann ich noch nicht machen, ich brauche nur ein Level. Aber es gibt so ein Build-Tree-Zeug, wo man es kriegen kann. Und
wie ist es, ja, verstärkt euren Charakter und so, aber nicht allzu stark, aber ja, recht viel. Und dann gibt es noch recht viele Baumods, also Baumods, zum Beispiel Carpenter Blocks ist, glaube ich, drin. Und Microblocks, ist Microblocks drin? Chisel glaube ich nicht. Aber ich wollte es installieren, aber irgendwie hat es Probleme gemacht. Kann ich aber da reintun, wenn es geht. Also wenn ich den Haus gefunden habe, so kann ich es reintun. Da müssen wir weiter weggehen, um die Rohstoffe zu holen. Und ja, Texture Packe wollte ich auch eins reintun fürs Let's Play. Ich spiele zwar gerne auch ohne, aber ja, es leckt zu sehr. Also Minecraft Java hat schon Probleme mit Hexit alleine, durch den Ruins Mod und durch so viele Vegetation und alles mögliche. Und dann hat wo ist das Kelle? Ich bin was, dort. Ja, hat schon überlastet. Und wenn jetzt das von 16 auf 64 Pixel. Lol, der hat einen Springpfeil oder so. Okay. Weißt du was? Ich mache am besten Mob Griefing aus. Nicht, weil ich Angst habe oder so irgendwas. Okay, das mein das Exit-Spiel ist schon genug schwer. Aber ich meine, einfach damit die Monster keinen Schaden anrichten. Dann mache ich Mob Griefing aus. Game Rule. Mob Griefing False. Also true. Nein, false eben. Und was wir noch machen können, ist Keep Inventory, weil in einem RPG fehlt man ja nicht alle Items, außer es ist Hardcore oder so. Und weil wir zu sehr oft sterben und sonst die ganze Zeit eben teleportieren müssen und so weiter, sag ich mal, machen wir das an. Und wenn es euch halt ein bisschen blöd wird oder so, weil ich halt einfach es zu leicht habe, so werde ich nicht haben, also werde ich vielleicht später mit dem Level-Mod so haben. Aber dann werde ich das auch wegmachen, also anmachen. Inventory true. Einfach, wenn ich sterbe, keine Items am Boden fallen und so, leider ist kein Ding, wie sagt man dem? Grabstein-Mod da. Grave Mod, genau, Grave wollte ich, das wollte ich sagen. Habe ich das gerne an in solchen Modpacks, wo das Balancing halt. Also es ist die größte Schwäche momentan noch in Hexit. Das Balancing ist irgendwo außerirdisch zweiten Galaxie, da hat man einfach eher Probleme. Ich will mal ein paar Hunde oder wenigstens einen Hund holen, weil es hier schon Hunde gibt. Weil ich so selten Hunde habe. Nimm nur Katzen, wenn ich Katze schaffe. Oh, das ist mal krass. Da haben wir schon recht viele Bären. Was sind jetzt die? Sind die nicht schon wieder despawned? Ich habe kurz dieses Mob-Pack an, also die neueste Version, die ich jetzt spiele, kurz angetestet und so. Und da habe ich gesehen, dass alle Tiere nach einiger Zeit verschwunden sind. Und das ist dann mal wirklich. Du Arsch. Okay, also. Der Reihe nach. Ich will mal ein bisschen. Was will ich holen? Ich wollte. Ah ja, Bären, genau. Diese Büsche hier, das bringt am meisten. Ja, man kann man damit mit dem Schweißer Säfte machen und sind tausendmal einfacher als irgendwelches Essen zubereitet mit dem Pumps Harvest Mod. So. Da hat's Birnen. Die
kann man das in Nutmegs. Nutmegs sind was? Nuss, weiß nicht was. Vor allem diese Sachen kann man mit Rechtsklick ernten, und wenn man so eins mit einem Setzling oder irgendetwas kreuzigt, dann hat man die Dinge so vielfältigen, die Setzlinge von diesem Baum, weil wenn man diesen Baum erntet, wo die Nüsse dran sind, dann bekommt man nicht die Setzlinge von den Nüssen, sondern normale Bäume. Also das ist eine ganz normale Eiche, die hat einfach Früchte. Und eben wenn man die Früchte mit dem Setzling mixt, dann bekommt man den Setzling. So, ich bin hier gerade ein bisschen verplant. Ich wollte kurz Kohle suchen, aber ich finde keine Höhle. Das ist auch ein Kritikpunkt. Ja, es ist schon ein Kritikpunkt, dass mit Baums XL, egal ob man Default spielt oder nicht, die Dinge nicht richtig gespawnt werden. Die Höhlen und ja, einfach die Erze auch nicht richtig sichtbar sind irgendwo. Also ich suche Höhle, finde keine Höhle, hab da etwas gefunden, aber ich select das jetzt kurz. Ich habe 25 FPS jetzt gerade, sonst habe ich 40 FPS. Wegen irgendwas, keine Ahnung. Und trotzdem leckt es. Das ist Raspberry. So, jetzt überall auch Crops. Stalk Garden. Da ist einer wieder. Gut. Die grünen sind die unpraktischsten. Also man hat dann Fortschritt mit verschiedenen Rezepten. Aber mit denen kann man kein Cheese herstellen. Damit ist es einfach noch nicht so gut. Schöne Bäume. Was ist das für eine? Hat sie irgendwo Kohle? Japanische Kirschbaum. Und hier haben wir wieder so ein Redstone. wie ist das schon wieder? Red Sand, glaube ich, oder? Ja, ich kenne den Mod nicht. Ah, das ist so ein Gemüsegarten. Den müssen wir nicht nehmen jetzt. Ich wollte gut schauen. Ah, hier ist Kohle, sehr gut. Kann man hier schon? Nein, das ist noch River. Da. Doch, Red Rock. Okay, Red Rock, aber nicht Redstone. Also jetzt, weiter geht's. So, ich bin ein bisschen konzentriert, also wenn ich nicht gerade gut etwas rede, das tut mir leid. Aber das geht nach einiger Zeit. Vor allem, wenn wir dann fortgeschritten sind, muss ich nicht mehr konzentrieren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Creeper kommt, One-Hit oder so. Lol, was ist denn das? Vor allem die Skelette halt mit ihren Pfeilen ist schon extrem. Okay, eine. Was ist das? Irgendwie Muslim-Festung. Wahrscheinlich ISIS. kenne diese Muslim-Flaggen nicht so. Oder überhaupt Islam. Alles. Weiß jetzt nicht, wie man dann sagt. Wahrscheinlich einfach auch vor Halbmond oder so. Und ja. Scheinbar soll es irgendwas etwas Böses kennzeichnen oder so. So, also das heißt Gefahr, solche Flaggen. Und die Türme wurden irgendwie auch ein bisschen schwer gemacht, vor allem mit den kleinen Spinnen. Oh, habe ich mich genervt. Habe ich jetzt, was will ich mit dem, habe ich jetzt das Ding, was ich wollte? Was wollte ich jetzt schon wieder? Ich wollte zu einem Kohle und zum anderen irgendwas. Ja, okay. Konzentrieren wir mal auf das Wesentliche. Ah, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Sorry. Wesentlichsten, und tun hier kurz die Büsche ein, bevor wir
runter müssen. So. Einfach so ein bisschen verteilen, das ist meistens praktisch bei den Wischen, weil sie auch nicht lange bleiben. Weil die so ineffizient sind, dass man, das ist wirklich, dass man fast Angst hat um seine Haare. Da ist eine Erdbeere, die so oft gibt, sogar noch doppelt so gut. Wahnsinn! Also eine Hungerkeule, sondern eine halbe. Aber dafür wachsen sie relativ schnell, also das ist jetzt wahrscheinlich schon ausgewachsen, jetzt müssen nur noch die Beeren. Praktisch. Also für den Anfang Beeren. Ja, danke, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich kurz Sachen reinlegen. Hi. Und jetzt schlafen. Wieso ist es noch nicht Nacht? Es ist doch dunkel. Sonst geht manchmal die Sonne zu schnell und soll ich? Ich werde jetzt das Roadcheck nicht Ding. Ich werde jetzt. So, jetzt geht's. Ich werde jetzt. Wir müssen jetzt irgendwo an Erze kommen, aber wo? Das ist das Problem. Wo ist Scheit? Noch nicht ganz, also noch ein bisschen, weil ich möchte die Videos nicht länger als 30 Minuten lang machen, weil YouTube hat irgendwie das Problem, dass nach 30 Minuten einfach die Videos zu lange gehen zum Hochzuladen, wenn sie 1080p sind und 60 FPS. Aber 60 FPS muss ich irgendwie nicht einstellen können, also es ist ja gekommen und da konnte ich es als Testvideo und das Testvideo war sehr gut, wollte ich es weitermachen, konnte ich nicht mehr. Keine Ahnung wieso. Aber irgendwie liegt es am Bearbeitungsprogramm oder sonst irgendwas. Okay. Jetzt ist jemand gekommen bei mir. Ja, wir haben Dark Oak Wood Vault. Wie heißt das Biom? Rufed Forest, genau. Oh, wahrscheinlich ist meine Schwester gegangen, die muss immer arbeiten für die, weil sie Altenpflege, also in einem Altersheim für Demenzkranke arbeitet. So, wir finden überhaupt nichts, also ich bin immer so gewöhnt, bei Hexit echt schnell etwas zu finden, aber okay, diese große, ja, diese mittlere Burg, sage ich jetzt mal. Aber sonst nichts. Keine Kohle, keine Eisen, da müssen wir wirklich buddeln. So, mein Vater. Nein? Nein? Also, gehen wir. Und, okay. Noch ungefähr 5 bis 10 Minuten. Also Öl haben wir genug. Also. Ja, jetzt müssen wir buddeln, sonst finden wir nie so Erze. Der Baum ist auch gut wegen dem Biomunterschied von den Blättern. Ich mochte es eigentlich früher ein bisschen besser oder so, dass man irgendwie die Bäume auch zum Beispiel in der Wüste noch grün hat oder so. Oder irgendwie je nach Untergrund oder so eine andere Farbe, aber nicht durch Biom oder so. Ja. Oh! Leute, das war am Anfang. Wir sind hier rechts gegangen. Oder? Hier durch. Wir hätten links durch müssen. Da hätten wir hier. Ah, wir sind hier durch. Ah ja, wir sind hier durch. Genau, wir sind hier nach oben. Und wir hätten hier runter. Okay, es wäre recht in der Nähe gewesen. Aber dann hätten wir auch keine Spitzhacke gehabt. Also. Ich habe am Anfang. Also.
Was de Nein, der Tempel war es nicht, aber auf einer anderen Map hatte ich auch einen Tempel und dadurch hatte ich das damals viel, also viel einfacher. Mal schauen, was hier unten ist. Also ich weiß es jetzt nicht. Hoffentlich irgendwas Gutes. Zum Beispiel Diamanten oder welches nicht. Vor allem bin ich gespannt. Was wäre das? Können wir wirklich gebrauchen? Etwas Gutes. Ein Zauberbuch zum Beispiel. Oh, sogar noch eine. Diamant. Sogar noch eine Höhle. Sehr gut. Ich habe keine Axt. Muss ich die Kiste so abbauen? Dann haben wir immerhin Kisten als Ersatz. Und, wenn man sagt, Zauberbuch. Sehr gut. Aber ein bisschen mehr Diamanten, bitte. Und Diamanten findet man auch nicht mehr so häufig. Also bei der Vollversion, also die letzte Vollversion-Version, dort gab es so viele Diamanten, dass es sexy zu leicht war. Und hier, bis man Diamanten hat, muss man schon fast den, ja, muss man halt recht viel strippen oder so. Okay, das ist anders. Also der Blockhintergrund ist anders. Das ist auch gut, dass es andere Blöcke gibt. Erzblöcke. Okay, sehr gut. Haben wir eigentlich alles. Können wir gleich wieder zurückgehen und den Part beenden. Also muss ich den Part jetzt hier beenden. Okay, noch 4 Minuten. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt mit der Länge von den Videos, weil es geht extrem lang. Und ich habe eben nicht immer die ganze Zeit, um die Videos zu bearbeiten und so weiter. Weil auch ich nicht immer, ja, da bin, am PC bin. Und auch nicht gerne habe, wenn ich bearbeiten muss nebenbei, weil bei mir leckt es irgendwie ein bisschen, weil entweder fressen die Bearbeitungsprogramme zu viel, also an YouTube nicht, aber beim Video bearbeiten, schneiden und so, beim Kopieren oder was das ist, braucht es extrem viel Leistung. Also Smooth, Schießlet können wir hier rein tun und jetzt gehen wir hoch. Also gehen wir jetzt nach Hause und den Part beenden fürs, also für den ersten Part und ja, schaltet dann mit dem nächsten Part ein, weil dann geht es weiter und dann wird es noch spannender. Ah, ich liebe das Spiel. Ich liebe das Spiel. Also unterstützen könnt ihr mir auch, aber müsst natürlich nicht, weil es ist frei und durchs Rausgang ist nur oben. Ich merke es einfach so langsam bei YouTube, ohne dass man irgendetwas sagt oder etwas bittet oder so, wird leider nichts mehr umgesetzt und deshalb, ja, muss man schon fast, also das sieht man bei den großen YouTuber schon so und so, muss man schon fast sagen, ja, vergesst nicht zu liken und so weiter. Wir haben hier keinen Vapen da oben. Okay, dann laufen wir das nächste Mal weiter. Diese Richtung. Machen Timeset. Das mache ich natürlich später dann nicht mehr, aber weil es jetzt klar, der Nacht wird. Habe ich jetzt kurz gemacht. Also, es ist doch ein bisschen mehr Cheating nötig. Also, ich habe Minecraft, also Hexit, kurz angespielt. Wir haben ein paar Dungeons gemacht, Diamantrüstung und so. Es ging eigentlich relativ easy, aber in der Testaufnahme habe ich gemerkt, mit Reden und mit Erklären und so weiter ist es doch viel schwerer, Hexe zu spielen, weil es so umfangreich ist. Und ich hoffe, ich habe euch schon mal eher alles ein bisschen, ja, so erklärt und ja, habe euch vielleicht neugierig gemacht. Unten in der Beschreibung ist ein Link und was ihr machen müsst, damit es geht. Und damit ihr die Mod-Version habt, die ich habe, müsst ihr auf Mod-Pack
also beim Hexit auf Mod Options und dort Launcher Builds auf das Neueste klicken. Also am besten, wenn ihr andere Mods benutzt, noch nicht immer Neuestes halten, sondern unten Neuestes einfach benutzen. So, also Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Und eben alles interaktiv, ihr dürft sagen, wenn ihr zum Beispiel, ja, dass ich diesen Tempel, also diese Ding dort einnehme und besetze oder so, dann kann ich das auch kann ich das gerne umsetzen und ja, alles mögliche. Also, welche Mods reinkommen sollen noch und so weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.